Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit Wochen gehen die Menschen in Stuttgart auf die Straße, um gegen Fahrverbote zu demonstrieren. Die Fahrverbote treffen zuerst die Menschen, die nach Stuttgart fahren wollen, also Berufspendler, Familien, die ihre Kinder von A nach B fahren müssen und in naher Zukunft auch alle, die in Stuttgart selber wohnen. Die Fahrverbote und die Politik dahinter bedroht aber auch Hunderttausende von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie. Viele Menschen, die in Stuttgart auf die Straße gehen, tragen die gelbe Westen. Sie bringen damit ihre Solidarität mit den Sozialprotesten in Frankreich zum Ausdruck. Auch in Deutschland geht es um viel mehr also wie nur Fahrverbote. Die Gesetze, die zu Fahrverboten geführt haben, wurden von Politikern gemacht. In weiten Teilen sind diese Entscheidungen ideologisch gesteuert, ideologisch motiviert. Umweltschutz oder Gesundheitsschutz sind vorgeschobene Gründe. Bei der Diskussion um die Grenzwerte lässt sich dieses exemplarisch darstellen. Wer 40 Mikrogramm Stickoxid an der am dichtesten befahrenen Stelle in Stuttgart als Gesundheitsgefährdung bewertet, damit Fahrverbote rechtfertigt, die Existenz von Hunderttausenden von Familien damit gefährdet, gleichzeitig 950 Mikrogramm Stickoxid in Fabrikhallen aber als völlig unbedenklich sieht, zeigt, es geht nicht um Gesundheit, es geht nicht um Umwelt, es geht um Ideologie. Die Menschen, die in Stuttgart auf die Straße gehen, spüren, dass die politischen Entscheidungsträger abgehoben der eigentlichen Probleme der Bevölkerung sind. Man kann also sagen, wir befinden uns in einer Glaubenskrise gegenüber politischen Entscheidungsträgern. Wir vom Zentrum sagen seit Jahren, dass Wirtschaft, Gewerkschaft und Politik unter einer Decke stecken. Die Auswirkung dieser verdeckten Korruption spürt jetzt jeder Bürger. Die Entscheidungen für diese jetzt in Kraft getretenen Fahrverbote sind vor Jahren gefallen. Wir müssen als Bürger verstehen, dass Gesetze von Menschen gemacht werden. Verordnungen werden von Menschen gemacht. Verordnungen können rückgängig gemacht werden. Lasst uns den Druck auf der Straße so groß werden lassen, dass genau diese Verordnungen und Gesetze nicht Menschen drangsalieren, sondern Menschen dienen. Wenn nun die Gewerkschaften auf die Welle der Sozialproteste aufspringen, ist es mehr als verdächtig. In Stuttgart versuchen die politischen Entscheidungsträger, die ursächlich für die Situation Verantwortung tragen müssten, sich auf den Protest der Gelben Westen aufzusatteln. Nicht nur, dass die CDU gegen die berühmte Messstelle am Neckartor mobil machte, die sie selber zu verantworten hat, so auch die SPD und deren politischer Arm in den Betrieben, die Gewerkschaften, die in der Automobilindustrie tief verstrickt mit den internationalen Konzernen und der politischen Elite maßgeblich verantwortlich sind für diese jetzt an die Oberfläche kommenden Auswirkungen. Wir vom Zentrum werden uns nicht aufdrängen. Wir werden allen zur Verfügung stehen. Wir werden alles, was in unserer Kraft steht, tun, um die Sozialproteste dahin zu führen, dass die grundsätzliche Diskussion über das politische Versagen zur Tagesordnung wird. Wie aber die möglicherweise versuchte Vereinnahmung in Stuttgart zeigt, ist Vorsicht geboten. Wir müssen uns alle klar machen, dass die IG Metall, dass die politischen Entscheidungsträger alles versuchen werden, diesen Protest zu kanalisieren. Dagegen gilt es, sich zu verwehren. Wir selber wollen diesen Protest aber ebenfalls nicht instrumentalisieren. Daher werden wir auch keine eigenen Veranstaltungen anmelden. Sehr wohl werden wir überall dort, wo wir eingeladen werden, sprechen und raten allen unseren Mitstreitern, unseren Kollegen, unseren Mitgliedern in ganz Deutschland, sich dort zu beteiligen und einzubringen. In diesem Sinne sehen wir uns auf der Straße und in den Betrieben.